Der unspektakulärste Gipfel, den je einer gesehen hat. Wir sind hier wirklich am höchsten Punkt, man soll es nicht glauben. Warum sind wir da aufgestiegen? Wegen der Aussicht, ne? Hallo und Grüße aus Mühldorf am Jauerring. Ich bin Flatt dabei und heute geht es auf die 5. Etappe vom Welterbesteig Wachau. Von Mühldorf aus über den Jauerring nach Marialach und da nehme ich euch einfach mit, weil diesmal haben wir prächtiges Wetter und es gibt gar keinen Grund, da unten im Tal zu bleiben, wenn wir doch einen Bergsee kennen. So, kurz Tal auswärts und dann Richtung Training am Welterbesteig. Na, gibt es alpine Herausforderungen? Ja, da begleitet uns ein neues Wegzeichen. Es erinnert ein bisschen an den Welterbesteig. Das ist die Jauerlingrunde und in einer anderen Farbe ist. Da rutscht schon viel mehr als ich, gell? Ja, durchaus alpin steil. Geht da von Mühldorf weg auf den Training hinauf. Die Tour, die wir heute vorhaben, die bietet zwei Gipfel. Einmal den Training als vorgelagerten Berg, dann einen kurzen Abstieg auf einen Sattel und dann den Aufstieg zum Jauerling. Schaut, da haben sie ein X hinaufgemalt, weil es nach links weitergeht und eben nicht rechts, da ist aus. Na gut, Sperrpilze sind da. Die Markierung gibt sich keine Blöße. Schau, wenn du jetzt schon zu Tode ermattet bist, nach ungefähr 10 Minuten, dann hast du schon ein Bankerl. Da ist es auch sehr steil, ja. Aufpassen, dass du nicht wegrutscht. Indes man da in dieser Kehre drüben vergeblich nach einer Markierung ausschaut, zerschlagen sich alle Hoffnungen auf den Ende des Anstiegs. Wir sind noch nicht oben. Aber die nächste Markierung ist da sehr versteckt. Hätte sie einen extra Wegweiser verdient, gell? Mühldorf. Training, na endlich. Unangenehm schmierig, gell? Sogar ich rutsch da schon.
Also der Abstieg da ist auch fast alpin. Der Abstecher zum Training lohnt sich definitiv. Und es ist ja so, dass der Weg wirklich drüber führt. Da kommt so ein Unverständnis auf, wenn man das zunächst im Höhenprofil sieht. Aber sobald man mal da gewesen ist, weiß man schon warum. Der Pferd muss halt nicht Training heißen, sondern Steining. Aha. Ja. Ein lustiges Bergerl. Und die Mühldörfer haben einen netten Hausberg. Abstieg ist nicht minder steil als der Anstieg, gell? Ja, so steil ist es nur kurz. Dann kommt man zu einem Maschinenweg und noch bei Felsen durch und bald schon ist man am Sattel. Ja, oben da soll das. So geht Wanderweg, oder? Was kann Schöneres geben als den goldenen Oktober? Keine Leute, herrliche Landschaft, großartige Farben. Jetzt was willst du mehr? Turn angelangt auf dem Sattel, wo jetzt unser zweiter Anstieg auf den Jahrling beginnt. Wir waren nicht einer für genug wäre, ne? Welterbesteig, Jahrlingrunde, in die andere Richtung auch. Ja? Mühldorf ohne Training in 30 Minuten. Hinter uns hat man einen schönen Rückblick auf den Training mit dem Gipfelkreuz, das kann man sogar von da aus erahnen. Ganz links, halb links, den Straßenverlauf folgen. Ja, wir haben es mit dem halb links gar nicht so schlecht getroffen, wenn du angeschaut hast, wie steil es da vorne war. Ja, mühsam ist es auch da dann in einer Rinne. Auf der Seite ist glaube ich am besten. Ja. Da sieht man, die Leute sind gerutscht. Ja, man kann sich im Wind biegen. Oder brechen. Welterbesteig, ja, passt doch. Ja. Wo gehen wir jetzt da in die andere Richtung hin? Hm? Spitzersteig, Fiesling und Spitz.
Jauerlinger Gipfel 20 Minuten, Naturparkhaus 15 Minuten. So, das Naturparkhaus ist erreicht und damit eine wunderschöne Aussicht und eine Stempelstelle. Also, Stempel sind da, alles ist gut. Hinter mir wird das Naturparkhaus kleiner und wir verdienen also die letzten 45 Meter zum Jauerlinggipfel, bevor wir dann eine Gipfelrast machen. So, hier ist Mistrad angebracht. Da gibt es zwar ein Kreuz, es ist aber kein Gipfelkreuz, denn auffälligerweise geht es da hinten noch etwas bergauf. Und das ist eine Finte, die Franz-Josefs-Höhe, höchste Erhebung des Jauerling mit 961 ist nicht hier. Die ist da hinten im Wald, nach links. Na, der ist aber nicht sehr ausgeprägt, der Steig. Hä? Welterbe Steig. Man möchte es nicht glauben. Man staunt, schau, nächste Station, falscher Gipfel. Das sagen sie dann nämlich auch, dass das mit dem Kreuz der falsche Gipfel ist. Die Jauerlinger Gipfelrunde Hinweistafel sagt nämlich Gipfel. Flach wie ein Bügelbrett. Man muss ihn kennzeichnen mit so einem Steindenkmal, weil aber das geht es leider nicht. Ja, wieder was gelernt vom Jauerlinger Gipfel, oder? Der ist gar nicht so leicht zu erklimmen. Ja, nur alle Leute, die mir da begegnet haben, sind vermutlich mit dem Auto aufgefahren zum anderen Parkplatz und sind da die restlichen vielleicht 20 Höhenmeter her spaziert. Ne? Genau, so schauen sie auch also aus. Selbst die 20 Höhenmeter zum Parkplatz sind übertrieben, das sind tatsächlich nur ungefähr 10, da ist der Parkplatz. Bergtraining, schau. Ja. Ist sogar angeschrieben und Mühldorf Marktplatz 2¼ Stunden. Ja. Der Lach Marktplatz in 2¼ Stunden. Man sieht, das Gebiet am Jauerling ist fast unglaublich flach. Drüben ist der berühmte Sender Jauerling. Und dem nähern wir uns jetzt fahren hinten. Maria Lach. Aber da sagen sie gar nicht, Welterbe steigt, das sagen sie nicht auf die Bankerl da. Die Bankerl mit Aussicht ins Nirgendwo. Turnerwiese, 955 Meter Seehöhe. Die Turnerwiese. Wenn ihr euch jetzt über die Symbolik auf diesen Steinen wundert, beachtet auch jeweils die Jahreszahlen, die da draufstehen. Eine deutlich längere Geschichte als es dann später im Nationalsozialismus wirklich missbraucht worden ist. Die Gesinnung muss ja jeder selber wissen, was die damals war. Weißsprunggruben auf der Turnerwiese, Laufbahn auf der Turnerwiese, Wiese auf der Turnerwiese, Burgstock Aussichtswarte 959 Meter, Maria Lach in 2 Stunden. Betreten der Baustelle verboten, das Haus ist seit mindestens 40 Jahren eine Baustelle, glaube ich. Stauferhütte, 951 Meter. Ja, die Strecke ist gut geeignet, um jetzt Meter zu machen. Sehr attraktiv ist die Forststraße da natürlich nicht und außerdem ist sie ziemlich gatschig. Der Boden da vor dem weißen Stein, der dürfte immer so feucht sein. Da haben sie schon Umgehungstrampelpfade gebildet, gell? Naturparkhaus in 1¼ Stunden, Maria Lach Marktplatz in 1¼ Stunden. Na, da waren wir jetzt aber flott, oder?
Kreuzung Zeising. Maria Lach Marktplatz, 45 Minuten da hinauf. Ja, wie so oft am Welterbesteig gibt es da dann ganz kurz vor Schluss, weil man schon in der Euphorie auf den Ort zustrift, nur eine kleine Extra-Tour in einer Schleife um Maria Lach herum. Welterbesteig, schau. Das ist so gemein, ne? Das Ziel vor Augen und dann Edge. Du bist eigentlich bremst und musst noch einmal bergan hampeln. Da im Aufstieg auf Weinberg ist kurz Gelegenheit, dass man eine Rückschau hält. Da oben ist der Sender am Jauerling, wo wir vorbeikommen sind. Großartiges Panorama. Die Leute, die sich da hergebaut haben, haben schon gewusst, warum. Ob das da jetzt landwirtschaftlich noch die produktivsten Flächen sind, sei einmal dahingestellt. Das ist der Mobilfunkmast für den niederösterreichischen Zentralraum, der einzige, den man braucht. Der sieht jeden erdenklichen Ort, den es da gibt. Ja, immer noch herrliche Stimmung da mit den Nebel und herausragenden Höhenrücken da in der Nähe von Alpenvorland und Donautal. Vor uns ist Maria Lach, vielleicht noch. Na, und der Brüder soll jetzt 10 Minuten sein. Ne? Ja, hinter mir kann man das gut erkennen. Da oben ist Weinberg, diese Gehöfte. Da drüben hätten wir jetzt über die Hauptstraße nach Maria Lach hineingehen können, wenn man sich diesen Schlenker erspart hätte. Aber der offizielle Wegverlauf ist so und wir haben es nicht bereut. Ja, wer allzu sehr auf dieses Zeichen vertraut, könnte fehlgehen. Welterbesteig ist da auch nochmal markiert. Sehr schlicht, aber trotzdem eine nette Wallfahrtskirche haben sie da. Maria Lach Marktplatz ist erreicht und damit das Ende von der 5. Etappe vom Welterbesteig Wachau. Ich bin flott dabei und weiter geht's für euch hoffentlich auf der 6. Etappe vom Welterbesteig Wachau von Maria Lach nach Axbach Markt. Und falls nicht, vielleicht sieht man sie einmal auf einer anderen Tour. Also so hätten wir das vorgestellt irgendwie eine ganze Woche. Bitte Bestellung aufnehmen, Herr Petrus. Beim nächsten Mal hätten wir das schon ganz gerne anders, ne? Sonst gibt es eine negative Bewertung. So doof bin ich dann auch wieder nicht, wie ich ausschaue. Es wäre aber auch schlimm, ne? Das ist halt auf dem Hundi, ne? Weißt du, bösen Auto anpinkeln, echt hast. So ins Fuß gehen alle. Ja, schöne Kirche halt, Axbach. Zum ersten Mal auf dieser Etappe sehen wir wirklich direkt die Donau.